Aber jetzt zum nächsten Gast und ihrer Band. Ihre Songs sind in weiten Teilen der Bundesrepublik einfach Kult. Ganz bestimmt erinnern Sie sich noch an die Erfolgstitel wie Er gehört zu mir und Eine von uns beiden muss jetzt gehen, Marleen. Im Oktober erscheint eine Doppel-CD, der Zeit entsprechend etwas aufgefrischt, und daraus jetzt einer ihrer Klassiker. Liebe kann so wehtun. Hier ist Marianne Rosenberg. Und Liebe kann so wehtun. Jetzt muss ich Sie mal aus Ihrer Musik rudern. Hallo, ja. Marianne, willkommen. Leicht erkältet, oder? Leicht erkältet, ja. Man Die hört's. Stimmbänder, ja, aber ja. Okay, ordentlich gesungen und jetzt aber trotzdem hier. Es war zu Zeiten, da bekam ich gerade die Mandeln raus. Ja. Da. Na, so jung sind Sie auch nicht. Jetzt wollen Sie sagen, weil ich angefangen habe, ne? Pass auf, ich habe die Mandeln rausgekriegt, dann war ich über 10, 14 oder so, lag im Krankenhaus und über die Bordlautsprecher dieses Krankenhauses kam der erste Song, Mr. Paul McCartney. Ja. Damals habe ich den gehört und der ist natürlich haften geblieben, klar. Mandel weg und dann gleich Marianne Rosenberg. Können Sie den Song eigentlich noch hören? Ja, ich habe den gerade aufgenommen, ja. Im Rahmen dieser Doppel-CD, die jetzt in Kürze erscheinen wird. Ja.
Und das ist ein Live-Album. Und das war sehr interessant, weil die Frage war jetzt, gestalte ich das als Persiflage? Oder ist es möglich, dass ich mich wieder ganz kindlich, also dass ich all meine Erfahrungen vergesse und mich ganz kindlich wieder in diese Rolle fallen lassen kann? Und ging das? Das ging. Ich habe einfach alles. In stiller Anbetung zu Paul. Also ich habe diese ganze Perfektion, die man normalerweise an Plattenproduktionen stellt, einfach vergessen müssen und mich ganz kindlich auf diese Gestaltung eingelassen. Und es waren ja auch so One-Take-Geschichten. Das heißt, sonst macht man so, sagen wir mal, zwischen vielleicht 5 und 12 Spuren Gesang, wo man dann den Gesang einzeln droppt. Aber das ist jetzt hier nicht so, also auch bei Liebe kann so wehtun, sondern es ist von vorne bis hinten durchgesungen und mit allen Musikern live eingespielt. Das war natürlich sehr, sehr reizvoll für mich. Marianne, erzählen Sie mir eine ganz andere Geschichte, die ich gelesen habe und die ich so nicht glauben wollte. Welche? Sie waren unterwegs, hatten ausführlich Gepäck dabei, unter anderem auch einen Schminkkoffer. Ja. Und der ist dann gesprengt worden. Warum? Ja, der, weiß ich auch nicht, da waren die Sicherheitskräfte vielleicht ein wenig voreilig. Ja, wie war die Geschichte? Also, eigentlich war, hat dieser Schminkkoffer trug eigentlich ein Namensschild. Und damit wäre klar gewesen, dass ja eigentlich keine Bombe drin sein kann, oder? Aber ja, ich bin kein Zöllner, deswegen kann ich das nicht beantworten. Offensichtlich war das nicht klar und es meldete sich keiner freiwillig, dem dieser Koffer gehörte. Sie waren nicht in der Nähe? Der wurde gesprengt, ich war nicht in der Nähe. Ich war schon abgereist ins Fernsehstudio und als ich ihn vermisste, da war er wahrscheinlich schon in 1000 Teile aufgelöst. Und es war natürlich ein Fiasko, weil um dieses offizielle Gesicht herzurichten, bedarf es einiger Mittel. Und das ist ja richtig so, ne? Ja, was wollen wir machen? Marianne Rosenberg, ich freue mich sehr, dass das heute so funktioniert hat mit allem. Wir haben auch keinen Koffer gesprengt. Ich werde mir mit Vergnügen anhören, was ihr da zusammengestellt habt und auch dann mal gucken, ob ich noch immer die Mandelschmerzen habe von damals, wenn ich Ihren neuen Song höre. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke auch. Knaller gibt sich heute ganz besondere Mühe, aber er will Marianne natürlich auch vorführen, dass er ordentlich was blasen kann. Hier kommen wir jetzt zu einer ordentlichen